sind heute bei den Legionären Eschwege. Die haben heute ihr erstes Ligaspiel. Das ist eine Videoanalyse, damit die Jungs im Nachhinein auf jeden Fall sehen können, was sie besser machen können und wo es noch Nachholbedarf gibt. Punkt der Eschweger Legionäre, wie man hier an der schönen Fahne gerade nicht im Wind sehen kann. Ah, jetzt im Wind natürlich sehen kann. Und wir werden jetzt hoffnungsvoll in Richtung Einfahrt gucken, weil da befindet sich der Mustang auf Promotion-Fahrt. The Girls kommen jetzt. Da kommen die Hupfdohlen der Eschweger Legionäre. Was Cooles. Ich zoome. Moin. Hallo. Ja, heute mal Handy-Vlog. Mal was ganz Neues. Weil wir haben gerade Kameras abgegeben. Alle. Wir hören auf damit. Ja, jetzt Schicht. Vorbei. Tut mir leid. Wir waren bei unserem Lieblings-Fotohändler hier in Kassel, mal eben zwischendurch. Foto Jescher, Shoutout. Oh. Ja, eigentlich hätten wir uns vor seinen Laden stellen müssen, ne? Das ist egal. Ah, egal. Beim nächsten Mal. Jetzt haben wir noch ihr Ringfoto. Ist gar kein Jescher. Ja, wir haben was Neues gekauft. Wir werden euch das auch noch zeigen, genauer. Die 5D ist weg. Tut ein bisschen weh, aber neue Zeit. Man muss mitgehen. Seine erste richtige Kamera. Ja, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Mit dem Jaworski-Aufkleber auf dem Akku. Ja, geil. Aber du hast ja noch ein paar Akkus davon. Ja. Also wer noch ein paar 5D... Wer braucht, kennen 5D-Akkus. Ja. Ich habe noch 5, 6, 7, 8 Stück. Gehen raus für günstig Geld. Ja, was machen wir jetzt so? Jetzt warten wir auf Saskia. Ich hätte ein Hüngerchen. Ja, die auch. Wir essen noch schnell noch was. Das ist nett. Oder vielleicht würde ich auch hier unten beim Dingens noch mal gucken. Wo? Less Money und so. Achso, ja, da können wir hingehen. Ein cooler Dude. Wir sind einer mehr geworden. Das gehört schon einmal. Was ist das? Wir haben keine andere Kamera dabei, deswegen flogen wir mit dem. Ja. Und was machen wir hier? Wir essen jetzt was. Cool. Das ist voll lustig. Da kannst du nämlich. Oh ne, geht nicht. Wie geht denn das jetzt? Warum geht denn das jetzt nicht? Was willst du denn machen? Ja, umschalten. Achso, ich geh vielleicht nicht mit dir. Muss man aber so ganz stumpf drehen oder was? Ja, also wir essen jetzt was und dann. Was tun wir dann? Gehen wir zum Fahrer. Oh, wer ist das? Ein Vogel. Ah, Vogel. Ein Fels, Junge. Vogel. Fels? Fels ist auch da. Okay. Na gut, dann sehen wir uns später. Auf jeden Fall, sehen wir uns später. Stehen wir jetzt hier. Ist vielleicht ein bisschen laut, aber naja. Weil noch hat es nicht so richtig angefangen. Jetzt sind wir hier in dem 130 BPM im Kaffee. Genau, und warten auf Frau. Wir
Ich war meine Konfrontation, deshalb kenne ich meinen Vater nicht. Und es verbindet uns scheinbar die Straße einer Mutter. Wir sind Kinder der Mainstadt, war nie gut, da den Abschied zu nehmen. Deshalb behalte ich, wie du lachst, wie du gehst. Und alle reden vom Beginn einer neuen Zeit. Ob ich's auch spür, ich bin eine neue Zeit. Deshalb steig ich in die Zeitkapsel. Bis an den Ort, an dem wir Kinder waren. Dann noch weiter Richtung Kinderwagen. Einfach hingefahren in meine Lobby. Zum Anfang in mein DeLorean. Mein DeLorean. Wieder zu dir. Es ist müde und schwach sein. Das ist hart auf die Fresse kriegen. Aber dann die Typen nicht anzeigen. Deutsche Probleme, ich kann heute drüber reden. Ihr macht Trip, Mura. Ich will den Leuten was geben. Das ist anders zu sein. Das ist rückbleiben müssen. Doch am liebsten einfach anfangen zu schreien. Deshalb anfangen zu schreiben. Und zu denken meiner Freunde, doch dann merkt man es fast ganz allein. Das ist anders zu sein, das ist ruhig bleiben müssen. Doch am liebsten einfach anfangen zu schreien, deshalb anfangen zu schreien. Und zu denken meiner Freunde, doch dann merkt man es fast ganz allein. Hallo, wie ihr ja von meinem Handy gefilmt gesehen habt, haben wir uns was Neues gegönnt. Und da wollten wir noch mal kurz was zu erzählen. Ja genau, also wir haben uns jetzt ganz neu aktuell die Sony A7 R2 gekauft. Warum das jetzt dazu kam und wie das eigentlich alles angefangen hat, fasse ich mal kurz zusammen. Also ich habe mir in 2012 eine Canon 600D gekauft. Die war eigentlich für die Anfänger auch relativ cool und konnte ich eigentlich auch nur jedem weiterempfehlen. Und hatte dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich mit der 600D an meine Grenzen gerate, was die Qualität betrifft oder was an Möglichkeiten zu machen sind. Und habe mich dann halt auf die 5D konzentriert und die dann auch 2014 gekauft. Das war eigentlich schon ein richtiger Meilenstein für uns, weil die 5D, die erste Vollformatkamera, gute Qualität, auch bei widrigen Lichtverhältnissen. Und ich habe auch sehr, sehr viele Hochzeiten mit der 5D geshootet. Aber da wir uns vor anderthalb Jahren eine Sony A7 S2 zum Filmen gekauft haben, die Lowlight bedingt noch besser ist als die 5D und 4K kann, Slow Motion kann, war es jetzt irgendwie nahe, dass wir den kompletten Umstieg machen und die Canon in Zahlung geben und praktisch die Sony A7 R2 kaufen, weil Bob halt auch schon eine A6500 hat, mit der wir gerade auch das Video drehen. Die fehlt gerade. Und so haben wir praktisch alle Sony und können nur noch Sony-Objektive kaufen, stecken die drauf und können die auch hin und her tauschen. Das ist halt ein extrem großer Vorteil für uns. Und ja, was noch zur A7 R2 zu sagen ist, sie ist halt hat nochmal doppelt so viele Megapixel wie die Canon hatte fast und von daher ist das eigentlich eine gute Entscheidung gewesen. Hätten wir jetzt, also vor kurzem ist ja die A7 III rausgekommen, hätten wir nicht die A7 S2 schon, wären wir vielleicht auch den Weg gegangen, wie das momentan viele machen, die den Systemwechsel anstreben, die vielleicht vorher nur mit Canon gearbeitet haben und wären auf die A7 III gegangen, weil die halt nochmal so ein Mittelding ist zwischen A7 R3 und A7 R2. Ja, du sagst es gerade. Und warum haben wir uns bewusst für die R2 anstatt der R3 entschieden, die ja neuer und noch teurer und noch besser sein soll? Ja, das ist halt definitiv eine Preis-Leistungs-Sache, würde ich sagen. Die Canon war schon sehr gut, was Bilder angeht. Und die R2 macht 42 Megapixel und ist sehr gut, was Bilder angeht. Die R3 kann vieles besser, auch Akkuleistung ist die besser, weil die schon die neuen Akkus verbaut hat, genauso wie in der A7 III. Aber der Preis hat es dann einfach gemacht, weil das nochmal 1.500 Euro vielleicht mehr gewesen wären für ein Modell, was dann zwar noch aktueller wäre, aber wir haben gesagt, der Zwischenschritt, der ist einfach völlig ausreichend und wir können mit der R2 einfach, wir machen einfach alles richtig damit. Und von daher muss man nicht immer die größten Geschütze auffahren und kann das auch langsam angehen, finde ich. Ich kann ja schon mal was vorwegnehmen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was für gute Objektive übrig. Ja, das ist natürlich das nächste Ding. Ihr seht es jetzt hier vielleicht, es ist noch ein Canon-Objektiv drauf, das 2405 von meiner 5D Mark III. Aber das bleibt auch erstmal, aber es ist schon geplant, das Weitwinkelobjektiv zu tauschen. Und da haben wir uns schon das Sony angeguckt und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen jetzt folgen. Dass wir halt dann ohne Adapter arbeiten können, direkt Objektiv an der Kamera, den Autofokus nutzen können. Das ist gerade für unsere Gimbalfahrten sehr wichtig,
dass wenn wir mit dem Gimbal unterwegs sind, dass der Autofokus sich immer sofort scharf stellt und wir nicht noch immer manuell am Fokusrad drehen müssen. Das erhöht die Qualität der Shots ungemein und da wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Und das ist dann halt einfach ein Vorteil, wenn man 1000 Euro gespart hat oder 1500 Euro gespart hat, weil im Endeffekt ist die Kamera zwar wichtig, aber das Objektiv vorne dran ist immer wichtiger. Und wer billig kauft, kauft zweimal und deswegen jetzt lieber den Weg gehen und richtig teure Objektive kaufen, um halt dahingehend die Qualität noch zu steigern. Guck dir das so an. Sassi, willst du nicht auch was sagen? Hier ist Sunset und so, ne? Ah, jetzt testen wir sie heute das erste Mal im Praxiseinsatz und haben uns gedacht, okay, fahren wir nicht weit, sondern nur zu unserem Werratalsee und machen hier ein paar Sonnenuntergangsbilder, um einfach mal überhaupt was zu machen und die ersten Tests mit der Kamera zu machen, bevor sie dann richtig in die Jobs reingeht und dafür dann halt ihre Leistung zeigen muss, dass man so ein Feeling dafür kriegt. Dadurch, dass wir ja schon eine A7S II haben, sind wir mit der Menüführung schon betraut und können eigentlich soweit alles relativ easy und schnell einstellen. Aber es ist halt trotzdem noch was anderes, wenn man Fotos macht und da ist es immer gut zu üben. Üben ist immer wichtig. Das stimmt. Ja, jetzt machen wir noch ein paar Sonnenuntergangsbilder und wenn da was Cooles bei ist, blenden wir euch das dann auch hier im Nachhinein noch ein. Nein, aber nicht mehr dazu. Gehst du davon aus, dass nichts Cooles bei ist? Ja. Cool. Wenn du das Video von Jaworski gesehen hättest, dann musst du dir sagen, wenn du ein gutes Bild im Monat schießt, ist das ausreichend. Das stimmt. Und viele Leute machen 1000 Bilder in 2 Tagen und laden 500 davon hoch, aber es sind alle 500 scheiße. Und er sagt, wenn man losgeht und 70 bis 80 Bilder schießt und da ist ein gutes dabei, dann muss man nicht enttäuscht sein, sondern dann ist das okay. Ja. Und wenn man wirklich das so hochsteckt und sagt, man schießt ein gutes Bild im Monat, dann hat man 12 Bilder im Jahr, da kann man schon einen Kalender mitmachen. Und das darfst du nicht vergessen. Und deswegen ist nicht, man muss viel machen, aber man muss halt auch gucken, was ist besser, ne? Das stimmt, das geht mir ganz ehrlich auch ganz oft so. Wenn ich irgendwas fotografiere, denke ich mir dann hinterher, gucke mir die Fotos an, denke, technisch alle okay, aber letzten Endes, ja, welches macht es, dass es wirklich cool ist? Dass ich sage, okay, das müsste ich eigentlich der Menschheit zeigen, weil ja, letzten Endes mein... Stimmt. Man hat zig Fotos dann irgendwo von irgendwas gemacht, genau, die technisch okay sind. Da ist die Schärfe okay, da ist die Belichtung okay, aber irgendwie reißt es das nicht aus. Und auch selbst wenn du dann überlegst, wie wähle ich meinen Bildausschnitt, das ist oft Komposition echt, ist ja mit das Wichtigste. Und wenn du Komposition mit Licht passt, dann ist das eigentlich schon das Garant für gute Bilder. Aber es ist dieser perfekte Moment, den zu treffen, das klingt halt nicht immer. Deswegen ist der Moment halt auch perfekt, so, weißt du. Und wenn jeder Moment perfekt wäre, wenn du eine Kamera in der Hand nimmst, dann wäre es keine Kunst mehr. Und deswegen muss man da schon so weit gehen und halt auch selbstkritisch sein und aussortieren. Und wenn was Cooles dabei ist, dann ist es halt einfach cool. Und dann kann man auch stolz sein. Aber man kriegt nur gute Bilder, wenn man viele Bilder macht. Das ist Fakt. Das ist das andere. Und man muss halt ein gewisses Auge dafür haben, ne? Was schön aussieht. Das stimmt. Was gut wirken könnte, was schön aussieht. Und viele Bilder sind wirklich, wie du schon sagst, die sind technisch perfekt, auch von anderen. Ja. Aber es wäre vielleicht alles besser gewesen, wenn der Moment ein anderer gewesen wäre. Steht die Sonne tiefer, passt das Licht besser, ist vielleicht was im Vordergrund, was ich sonst nicht gesehen habe. Deswegen ist es halt auch unglaublich wichtig an einem Spot, bei so einem Sonnenuntergangssache auch vorher zu sein, dass man hier mal rumlaufen kann, dass man sich gucken kann, okay, von wo schieße ich überhaupt das Bild. Und ich habe jetzt eben schon gesehen, ich werde hier wahrscheinlich mit dem Schilf arbeiten und den Gräsern im Vordergrund. Wenn ich jetzt weiß, um 20 vor 9 geht die Sonne unter und ich bin um 35 hier und habe noch 5 Minuten, dann schaffe ich es einfach nicht, meine Komposition so zu stellen. Und deswegen muss man einfach vorher am Spot sein, um zu gucken, wie mache ich das. Und nur so erhöhst du die Chance, den perfekten Moment zu erwischen und halt auch das perfekte Bild zu schießen. Oder für dich das perfekte Bild zu schießen. Aber ich glaube, wir starten jetzt auch langsam mal, damit wir ein, zwei gute Sachen mit bei haben. Das glaube ich auch. Sturz nicht, bitte. Ja? Hier, guck mal. Jemand ein Stück zur Seite, bitte. Und film mich symmetrisch. Ich versuch's ja gerade.
Boah, der stinkt. Der riecht gut. Boah. Von Bremsen. Immer so hier. So ist es da. Es gibt doch mal alles. Oh, oh! Der Schwede.